Hallo Kollege, heute bringst du deinen Containerzug von Villingen nach Singen, wo du ihn abstellst und deine Fahrt endet. Deine Ankunft in Singen wird schon sehnlichst erwartet, denn der Zug hätte schon gestern in Singen ankommen sollen. Der Bahnübergang bei Kilometer 101,0 ist gestört. Dort musst du anhalten, einen Pfiff abgeben und anschließend den BÜ in Schrittgeschwindigkeit passieren. In Villingen fährst du gleich ab, sobald das Signal auf Fahrt schaltet. Geht es los. Deine Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 Stundenkilometer. Der Zug ist 260 Meter lang. Anhalt zeigen Signal nicht Tab drücken. Gute Fahrt. Ja, und damit begrüße ich euch recht herzlich nach langem mal wieder zu einer Runde Train Simulator, die wir hier fahren. Ich erkläre euch auch gleich, warum lang nichts mehr kam und wieso ich jetzt auf einmal wieder was mache. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an, denn wir wollen uns ja nicht langweilen. So, jetzt müssen wir kurz überlegen, wie ging das nochmal? Ich würde mal sagen, erstmal Schiff B, Batterie an. Klingt schon mal nicht schlecht. Dann machen wir bestimmt sowas wie den Panther vorwählen. Mhm. Deutsche Bahn, klingt schon mal gut. Würde ich mal sagen, nehmen wir. Dann machen wir den Panther schnell hoch. Riskieren mal einen Blick raus. Da ist er auch schon. Klingt gut. So, dann sollten wir vielleicht erstmal die Displays anschalten. Na, geht noch nicht so, wie es aussieht. Dann machen wir erstmal den Hauptschalter rein. Geht jetzt Display an? Ja. Gut, dann gehen wir hier mal. Ist ganz schön laut, muss ich mal ein bisschen leiser machen. So, ich würde mal sagen, gucken wir erstmal, Luftpresser brauchen wir nicht anschmeißen, der ist schon. Jetzt gehen wir erst einmal, machen die CIFA und die PZB an. Ja, Vmax 100 km/h, das heißt, wir müssen in die unterste Zugart. Ich glaube, das war Steuerung 8, nicht wahr? So, komm. Mittlerer Zug, einer geht noch. So, dann machen wir noch die Funzel hier vorne an. Zack. Ja, war das jetzt schon an? Ne, jetzt war es an, würde ich mal sagen. Ja. Dann gucken wir nochmal schnell die AFB. War hier unten der Schalter. Dürfen wir rausfahren? Ich glaube mit 40. Stellen wir mal 40 ein. Ah, jetzt. Gut. Dann müssen wir nochmal schnell gucken, ob wir irgendeine Handbremse angezogen haben. Ja, dann machen wir die andere schnell locker. Signal ist Abfahrt. Dann können wir uns gleich den Zug angucken, weil es geht schon direkt los. So muss das sein. So, dann ziehen wir an. Oder haben wir irgendwas vergessen? Plan habe ich hier jetzt keinen passenden drinne für Konstanz-Willingen, was wir hier fahren. Sondern ich habe jetzt nur den hier drinne von der Moseltalbahn. Das war, glaube ich, ein Szenario vom Lucky God oder Absolutes Chaos. Weiß nicht, was ich da mal fahren wollte. Aber es ging nicht, weil mir da ein paar Anhänger gefehlt haben. So, wir gucken jetzt nochmal ganz kurz, was wir im Angebot haben. Wir fahren nämlich in den 189 mit einem Containerzug. Und befinden uns aktuell in, wo sind wir gerade? Einmal kurz auf die Map gucken. Spieler zentrieren. In Villingen und müssen nach Singen fahren. So. Die Strecke ist von Virtual Railroads, die Lok ist von Virtual Railroads. Ist heute mal ein richtiges Virtual Railroads Züglein hier, oder Video. So. Genau, wir fahren jetzt schon mal los, das ist schön. Gut, 15 Kilometer haben wir bis zu der Bahnübergangsstörung, dann halten wir an. Das ist okay. So, jetzt kommen wir erstmal dazu, warum kam so lange kein Train Simulator Video? Zum einen habe ich einfach die Lust verloren. Also ich habe echt gerne mit dem Oscar Livestreams gemacht, gell? Das haben wir immer wieder gemacht, aber ich sage mal, seit dem letzten Livestream, das war, glaube ich, im Juni, Juli, habe ich keinen Train Simulator mehr gespielt oder wenn, dann nur mal ganz kurz reingehüpft, mit der Lok gefahren, gell? Und mal so ein kleines Stückel nach der Schule, aber mehr auch nicht. So, das müssen wir gleich beschleunigen dürfen, oder? Nach der Weiche. Ja. 100 dürfen wir. So, und das war jetzt zu weit, ein Stück zurück.
100. So. Ja, ich weiß nicht, ich hatte einfach kein Interesse mehr dran. Ich habe immer, also mit dem Oscar mal wieder ein bisschen hier Stellwerksim gemacht oder mit ein paar anderen Kumpels von mir eine Runde Payday abends oder sowas die Richtung. Ja, dann haut die Schule natürlich auch gerade rein, so auf dem Weg zum Abi, ne? Ich habe zwar noch ein Jährchen, aber die wollen auch immer mehr wissen von einem. Ja, dann natürlich hatte ich dann andere Games. Ich habe mich jetzt in letzter Zeit mit dem X-Plane 11 angefreundet. Das ist ein Flugsimulator. Und da hatte ich vor, mal ein bisschen auf Ivaro ein bisschen rumzufliegen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja auch mal schreiben. Dann können wir da ja mal ein Video zu machen oder einen Stream. Habe ich auch nichts dagegen. Ja. Apropos Stream, kommt bald mal wieder ein Livestream mit dem Oscar. Kurz vor Weihnachten, am Freitag vor Weihnachten wollten wir, glaube ich, machen, oder Donnerstag. Müssen wir nochmal gucken, wann genau das war. Ja. Aber gut, wie kamen wir jetzt dazu, wieder mal ein Transmitter-Video zu machen? Soll ich jetzt vielleicht langsam auf den Punkt kommen, weil wir sind schon fast 5 Minuten unterwegs. Ich habe einen Kommentar gekriegt vor einem knappen Monat von dem Abonnenten, würde ich mal schätzen. JW heißt er, aus dem Erzgebirge, Julius heißt er, mit Vornamen. Hat geschrieben, klasse Video, hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen und war sehr informativ. Wann kommt mal wieder etwas in Richtung Train Simulator? Da habe ich gesagt, ja, das freut mich, dass es dir gefällt, dass der nächste Livestream vom Train Simulator geplant ist, habe ich auch geschrieben. Oh, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus hier, können wir fast mal einen Screenshot machen. Oh, hier, wie er schön in die Kurve geht. Ey, guckt euch das an. Ist das nicht herrlich? Jetzt muss ich noch überlegen, was war das Screenshot-Taste? Der hier. Ah, da haben wir natürlich direkt das Schild im Weg gehabt. So. Also, wie gesagt, der Livestream ist am Freitag vor den Ferien. Ne, vor Weihnachten. Aber ich habe ihm gesagt, wir können da mal wieder ein Let's Play machen. Und da hat er gemeint, ja, entweder eine Schmalschubbahn. Habe ich aber mal geguckt, Schmalschubbahn habe ich jetzt nicht so das passende gefunden. Ich glaube, da ist ja, es ist ja was in Entwicklung. Es gibt ja die Schmalschubbahn 760mm, diese tschechische. Die hatten wir mal im Stream angefahren, da könnte ich mal wieder was drauf fahren, aber die habe ich nicht installiert gehabt. Könnte ich mal machen, also das könnte in den nächsten Wochen vielleicht mal kommen, aber ich verspreche nichts, ne? So, dann hat er sich als, oder hat er als vorgeschlagen, einen Locomore auf einem Teilstück. So, jetzt ist das die Frage. Locomore war ja, glaube ich, dieser Fernzug von Stuttgart nach Berlin, glaube ich, gell? Über Köln dort unten rum. Ich denke mal, da könnte man entweder Köln-Düsseldorf mal fahren oder Koblenz-Köln oder sowas. Ob der da lang fährt, weiß ich halt nicht. Oder Hamburg-Hannover, keine Ahnung, vielleicht fährt er dort irgendwo lang. Aber da muss ich halt erst gucken, ob ich ein passendes Repaint finde. Aber wenn ihr da ein bisschen was wisst, ob es da irgendwie einen Repaint gibt, auch von Anhängern brauchen wir ja natürlich auch welche und Lokomotive, schreibt gerne in die Kommentare, auch gleich einen Link dazu, dann kann ich das mal installieren und dann können wir das mal fahren. Oder Marschbahn können wir auch fahren, habe ich von GBE, ist ja glaube ich die aktuelle Version, was ist das, 3 Punkt irgendwas, kann das sein, weiß ich nicht. Sind wir auch mal in einem Stream gefahren, können wir gerne fahren, beispielsweise ER20. Es gibt ja zwar die 245 oder beziehungsweise 285 von RSSLO, die habe ich aber nicht und fand ich jetzt auch nicht so überzeugend. Oh hier, Lokfahrt, grüß dich. Fand ich auch jetzt nicht so überzeugend, das werde ich mir wahrscheinlich auch nicht zulegen. Aber wir könnten da ja mit dem ER20 langfahren. Oder was weiß ich, 628 könnte man ja auch machen. Wie gesagt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Genau. Und dann hat er halt gemeint, ja, wir können aber einfach was fahren, wo wir Lust drauf haben. Und da muss ich sagen, habe ich eigentlich gerade richtig Lust hier Konstanz-Willingen, weil es zum einen eine richtig schöne Strecke ist und die 189 eigentlich auch eine ganz coole Lok ist. Fahren wir das einfach mal. Und das machen wir jetzt hier auch. Ich weiß gar nicht, sind das von VR die Anhänger hier, diese SSM, wie heißen die, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und auf jeden Fall sehen die gar nicht mal so schlecht aus mit den Containern drauf. Finde ich schön gemacht. Oh, hier, jetzt siehst du richtig, wie er sich in die Kurve legt. Geil. Das sieht echt gut aus. So. Wir dürfen noch nicht vergessen, am Übergang zu bremsen. Genau.
Ja, und wie gesagt, das hat mir der Julius hier ja aus dem Erzgebirge schon vor einem knappen Monat geschrieben, dass er mal so ein Video sehen möchte. Und ich habe eigentlich gesagt, ja, können wir mal gucken, mache ich was. Da war aber das Problem, dass wir bei uns in der Schule haben wir eine Theatergruppe. Und die hatten einen Auftritt gehabt. Also wir hatten den ersten Tag der offenen Tür an einem Wochenende gehabt. Da war ich da sozusagen den ganzen Tag in der Schule. Ja, hatte ich keine Zeit. Und unter der Woche ist bei mir sehr bescheiden. Dann hatte diese Theatergruppe, wie gesagt, ihren Auftritt, also hatte so Proben gehabt und einen Auftritt in der Stadthalle bei uns. So, da müssen wir abbremsen, dann nehmen wir mal das Gas weg. So, jetzt müssen wir aber erst einmal runter auf 55. So, und da war ich halt zu den Proben dort in der ganzen Tag in der Stadthalle so gesehen gewesen. Dann war ich zum Auftritt dort, dann waren schon mal 2 Wochenenden komplett weg. So. Gut. Und dann war ich eigentlich, ist jetzt das Wochenende sozusagen danach, wo ich Zeit habe. Und normalerweise bin ich noch jedes Wochenende bei der Schmarschebahn bei uns, um ein bisschen dort damit anzupacken, dass die wieder mal irgendwann rollt. So, dann können wir uns das eigentlich wieder befreien, oder? Ach, weiß ich nicht, wir lassen uns mal ein bisschen rollen. Ach komm, als ob. Ich hab's gerade gemerkt, nimm das Gas wieder weg und da waren wir schon bei 54,9. Naja, halt mal hier am Bahnsteig an, oder? Ist doch schön hier. So, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Na, möchte hier mal einsteigen? Nein, möchte keiner einsteigen? Na, dann können wir ja eigentlich gleich weiterfahren. Sobald die Bremse gelöst ist. Ach, das ist natürlich deprimierend. Das ist richtig deprimierend. 54,9. Ja, okay. Passiert. Beim Flugzeug ist man ein bisschen schneller unterwegs. Mit dem Moped fahre ich auch ein bisschen schneller, insofern. So, komm, dann rupf mal an das Ding. So. Letzter Wagen zieht mit. Das ist gut, dann können wir jetzt Gas geben. Gut. Naja, so ist das eben. Wo ich jetzt gerade wieder mich zurückerinnern muss an das Intro sozusagen, was hier dieser Zettel, dieser Text war. Da haben sie ja geschrieben, dass der Zug einen Tag früher erwartet wurde. Ja, das hatte ich auch schon mal erlebt, als ich im Stellwerk war, Praktikum machen. Da kam ein Sonderzug. Oder was heißt Sonderzug? Das ist ein Zug, der kommt ein oder zwei Mal im Monat. Deswegen ist er als Sonderzug eingetragen, nicht im regulären Fahrplan. Immer sonntags angefahren. So. Und, ja. Der fährt in so ein Chemiewerk. Fährt da rein. Stellt den Zug ab. Fährt entweder mit dem alten Zug oder mit dem voll- oder leergeladenen Zug. Keine Ahnung, was die drin machen. Weg. Oder, nur die Lok fährt weg. Und dann kam der an einem Tag, also auch einen Tag verspätet montags, das war mein erster Tag sozusagen unten in dem Stellwerk beim Praktikum. Und es ist kein großer Bahnhof gewesen. Wir hatten 4 Durchgangsgleise und 3 Stumpfgleise und hatten das Problem, montags, donnerstags und mittwochs, glaube ich, kommt noch ein anderer Zug, ein planmäßiger Güterzug. Oh, jetzt müssen wir vielleicht mal die AFB runternehmen. Ein planmäßiger, das war jetzt eins zu viel, ein planmäßiger Güterzug. Und der hat ja Überlänge an diesem Tag, ja. Bedeutet, wir haben 2 Regionalexpresse im Bahnhof stehen, haben diesen einen Zug, der verspätet kommt, also einen Tag zu spät, haben eine Regionalbahn vor dem Bahnhof stehen, ja, der rein musste, und hatten diesen überlangen Güterzug im Bahnhof drinne. So, jetzt war das Problem. Also alles eingleisig, was rausging. Wir konnten sozusagen oh, jetzt kommt's gleich. Wir konnten diese. Hallo, ziehst du mal bitte die Bremse an, danke. Wir konnten diese Regionalbahn nicht reinlassen, weil der Bahnhof voll war. Wir konnten diesen überlangen Güterzug nicht rausfahren, weil der andere Zug. Nee, weil der Regionalexpress als erstes raus musste. Hatten aber das Problem, dass der Regionalexpress nicht raus konnte,
weil dieser überlange Zug die, ich sag jetzt mal, Ausfahrt blockiert hatte. Ne, andersrum. Das war der eine Regionalexpress in die andere Richtung, die hat die Ausfahrt blockiert. In die andere Richtung hat dieser Zug, der einen Tag Verspätung hatte, wir können ja noch ein Stück, der einen Tag Verspätung hatte, viel zu früh gebremst und stand damit auch noch mit seinem Anhängern auf der einen Ausfahrt, jetzt so gesehen, ja. Also muss man den anfunken, dass er weiter vorrutscht. Als er dann drinnen war, konnten die Regionalexpresse raus. Und dann musste, dann kam die Regionalbahn rein, hatte bei uns Stopp gemacht. Dann musste dieser überlange Zug vorrücken bis zur hier Rangierhalttafel da sozusagen, damit der andere Güterzug raus konnte. Dann musste dieser andere Güterzug raus, dann musste dieser überlange wieder zurückrutschen, ja, weil sozusagen der warten musste, bis der Regionalexpress, der zuvor rausgefahren ist, 15 Minuten entfernt war, dem nächsten sozusagen Kreuzungsbahnhof. Bis dahin war alles eingleisig. So. Und dann, ja gut, als der dann raus war, dann konnten wir rangieren, also konnten den hinterher schicken und dann lief wieder alles. Aber das war erstmal so ein Moment, wo der ganze Bahnhof voll war und du nicht wusstest, was du machen musst. Und das gleich am ersten Praktikumstag mit dabei. Da waren sie alle so ein bisschen, ja, so. Na, jetzt vergiss ich auch nicht anzuhalten. Wir wollen nicht über das rote Signal rausschießen. Dann müssen wir wahrscheinlich warten, bis hier der Gegenzug durchfährt oder was. Fährt wahrscheinlich hier rüber, ne? Ne, der kommt gerade durch. Soll das etwa wegen dem Bahnübergang sein, den wir hier warten müssen? Grüß dich, Kollege. Oder haben wir hier drüben irgendwas stehen? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet? Nö. Jetzt ist grün. Na gut, dann fahren wir mal weiter. So. Bremse ist gelöst. Ja, dann können wir los. Letzter Wagen rollt. Sisypha nicht vergessen. Eigentlich kann man hier drüben den ausschalten, wenn man eh keinen Fahrplan drin. Wir brauchen aber auch nicht zu viel beschleunigen, denn wir müssen eigentlich eh gleich wieder an diesem Bahnübergang anhalten. Oh, das ist noch ein Kilometer, da können wir noch ein bisschen Sprit geben. Oder ist das jetzt der hier vorne schon ist? Oder hinter der Brücke erst? Ist halt jetzt die Frage, ist das schon der hier vorne oder ist das erste dort hinten? 700 Meter ist noch ein Stück. Dann fahren wir noch ein Stück. So. Boah, es sind aber manchmal schon heftige Frame-Einbrüche. Aber das läuft da gut so mit 30. Aber auf der Brücke gerade eben hat es ganz schön geruckelt. So, dann gucken wir mal, dass wir hier auf dieser Markierung zum Stehen kommen. Ja, die Schranken sind eigentlich zu, also müssten wir eigentlich durchfahren können. So, da stehen wir. Warten wir mal, bis die Zeit hier durch ist. Das könnte eigentlich auch ein 3D-Baum hier sein, so direkt nebendran, finde ich. Wenn er direkt neben der Strecke steht.
noch ein zweites Makro? Ja, den. Gut, dann ziehen wir mal wieder an. Und dann fahren wir mal bis zur Mitte des Bahnübergangs mit dieser niedrigen Geschwindigkeit. So, und jetzt geben wir Stoff. Gucken, wie er so anzieht mit 200 kN. Dann müsste es doch eigentlich abgehen hier. 250. 400 Ampere fließen, das ist schon Wahnsinn. Kann man ja eigentlich auch einen Lüfter anmachen? Ich glaube ja, gell? Da, Motorlüfter eingeschaltet. Die AFB setzt mit einem hoch auf 100. Das war zu weit. Jetzt passt's. Fließen 500 Ampere. Das ist Wahnsinn, Alter. Da müsste man mal ausrechnen. 500 Ampere bei wie viel? 15.000 Volt. 500 mal 15.000. Das wären 7.500.000 Watt. Also ein klein wenig was, würde ich mal schon sagen, ne? Mein Stuhl knarrt jetzt hier weiß zusammen heute, das ist der Wahnsinn. Haben wir hier so eine schöne Spannerposition hier. Wunderbar. Ja, sprechen wir mal ein nächstes Thema an. Bald ist ja Weihnachten, ist ja nicht mal mehr ein Monat. In einem Monat ist es sogar schon wieder rum, ne? Ja, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr Weihnachten so macht. Es gibt ja Leute, die feiern das ja mit extrem überschmückten Häusern, gell? Wo alles blinkt und leuchtet und hast du nicht gesehen. Ich meine, ich habe auch Schwibbogen zu Hause stehen und einen Hanuta Stern hängen. Und ein paar Kerzen und Weihnachtsbaum und so Zeug, aber es gibt auch viele Leute, die machen dann da was weiß ich, irgendwelche Weihnachtsmänner, die das Dach hochklettern draußen dran und blinkende Rentiere und hast man nicht gesehen. Finde ich auch immer ganz amüsant, aber wir hatten mal bis vor ein paar Jahren eine Nachbarin gehabt, im Nachbarhaus. Die hatte auch mal so ein komisches blinkendes, eine Schneeflocke sollte das glaube ich darstellen. Es hat die ganze Nacht blau geblinkt, ich habe die Krise gekriegt, gell? Musste sie jeden Tag ihre Jalousie runterlassen, weil er sonst so extrem geblinkt hatte. Ah ja. Naja, also bei uns ist Weihnachten immer so, dass wir tun mal erst zu Hause ein bisschen feiern und dann der erste Weihnachtsfeiertag gehen wir zur Oma, da treffen sich dann alle. Oder beziehungsweise bei meiner Oma oder einer von den Tanten von der Oma, die wechseln sich immer ab jedes Jahr und dann sind wir immer mal bei einem und dann kommt die ganze Verwandtschaft so ein bisschen zusammen. Dann zur nächsten Oma am zweiten Weihnachtsfeiertag und ja, dann ist es eigentlich schon wieder rüber. Ihr könnt ja mal schreiben in die Kommentare, wie das bei euch abläuft. Ob ihr in die Kirche geht oder so Zeug. Aber jetzt habe ich angeguckt, war grün. Ich hoffe mal, es war grün. Sonst wird man jetzt wahrscheinlich schon stehen. Aber hier schön, das ist Feuerlöscher. Emergency Stop.
Ich frage mich eigentlich, warum Virtual Railroads immer noch nicht den Funk einbaut. Ich meine, es ist ja bei RSSLO auch so, dass der Funk drin ist. Ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass das so eine große Sache ist. Das wäre eigentlich noch wünschenswert. Ich meine, Lok ist ja teuer genug, da könnte man eigentlich auch den Funk noch einbauen. Fenster gehen ja auch nicht runter. Die 101 gehen die aber, glaube ich, runter, gell? Da haben wir hier so einen Hebel oder so irgendwie. Oder hier so einen Hebel, glaube ich, ne? Ja, der TSW war ja jetzt gerade eben im Steam Sale. War ja hier Black Friday Sale und so Zeug. Da war der Transmitter World ja auch für 15 Euro, glaube ich, zu haben. Hab schon überlegt, ob ich mir mehr hole, aber hab gedacht, lohnt sich, glaube ich, noch nicht. Gibt ja erst, glaube ich, diese zwei Strecken, gell? Eine amerikanische und diese eine englische, glaube ich. Viel mehr gibt es ja, glaube ich, noch nicht. Aber ich verfolge das auch nicht so. Oh, jetzt kommt unser schönes entgegen, 111. Lol, N-Wagen, Güterwagen, Doppelstockwagen, noch mehr Güterwagen. Läuft. Auch eine geile Konstellation. Ja, der 111 warte ich ja noch drauf, dass sie für TT, also hier die Modellbahn, in 1.120 sozusagen rauskommt. Kühn hat die ja mal angekündigt auf der Leipziger Spielwarenmesse. Haben sie die auch gezeigt, also ein Handmuster, oder weiß nicht, ob das schon das Vorserienmuster war. Auf jeden Fall hatten sie den 111 gezeigt. Aber ich warte ja immer noch sehnsüchtig drauf, dass er rauskommt, weil ich habe ja auch meine 3N-Wagen oder 2N-Wagen und einen Steuerwagen. Und die bräuchten noch eine Lokomotive. Und ich meine, 143 könnte zwar auch dranhängen, aber ich finde, das passt jetzt nicht so ganz. 143 ist mehr so schöne, der Dreisbahn Doppelstockwagen, so zurück die Richtung. Aber so eine schöne 111 mit N-Wagen wäre bestimmt auch ganz sexy. Oder ich hänge halt einfach mal eine 218 hinten dran, aber da muss ich mir auch erst hinzulegen. Oh, hier ist. Ach, 120. Können wir getrost ignorieren. So schnell fahren wir eh nicht. Uff, ich sehe gerade, wir sind ja noch eine ganz schöne Zeit unterwegs. Das sind ja noch. Ah ne, ich dachte gerade, ich habe irgendwie 88 Kilometer gelesen oder 89. Das sind nur noch 38, das geht ja. Ich dachte gerade, uff, das Szenario soll 55 Minuten gehen und noch 88 Kilometer, das ist ja der Burner. Mit der Geschwindigkeit von 100 km/h sind wir da ja fast. Naja, fast so eine Stunde unterwegs, ne? So, Pi mal Daumen. Und wir sind schon eine knappe halbe Stunde auf Achse, ne? Oh, hier geht er wieder schön in die Kurve. Wahnsinn. Ich finde es auch mit diesen grünen Grasflecken, dieses dunklere Grün am Rand, das sieht richtig gut aus. Das finde ich richtig schön geworden, wenn das hier so nebendran ist. Boah, das gefällt mir richtig gut. Mal den Kopf raushalten aus dem Fenster. Also frische Luft schnappen sozusagen. Boah, ich habe gerade einen Waldfleck hier hinten geladen. Von mir aus könnten wir ruhig mal wieder ein bisschen anhalten. Also mit 100 km/h auf B durchfahren ist jetzt nicht so interessant. Und interessantes Thema fällt mir auch gerade nicht ein. Ist man hier unten Türverriegelung? Dann machen wir mal die Türen auf, oder? Geht nicht, schade. Doch jetzt, hä, lol. Muss ich nach unten ziehen, damit der aufgeht.
Muss ja jetzt mal gucken, dass ich mal langsam die ganzen Updates, was jetzt alles wahrscheinlich für Lokomotiven und Strecken kam, installiere, weil wenn es dann zum Livestream wieder losgeht, dann sollte vielleicht up to date sein. Ja, das kann ich mal machen, wenn ich Zeit habe. Jetzt muss ich erstmal noch die Woche schöne Klassenarbeit schreiben, Mikrocontroller-Technik. Oh, wird bestimmt ganz lustig. Assembler-Code, bisschen unser Zeug. Was ist ein Adressbus? Was ist ein Datenbus? Latch einzeichnen, verbinden, all das Zeug. Maschinenzyklen ausrechnen. Blinkt hier vorne was? Ja, blinkt was. Bestimmt unsere Geschwindigkeit drosseln. Können wir eigentlich hier. Ah, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen, was war der Shortcut? Ah, das war der Shortcut hier für das. Für nur die elektrische Bremse. So, da wir eh ja 55 runter können, müssen wir auch immer, weil ich das Ding schon mal ruhig anziehen. Ja, 80. Für das KS-Signal. Sind nochmal 80. So, jetzt gucken, dass wir nicht zu arg beschleunigen oder den Buckeln runterrutschen. Sonst macht es gleich wieder. Zwangsbremsung, Zwangsbremsung. So, können wir mal gucken, ob wir hier oben mal schöne Zähne finden. Ja, das sieht da mal gut aus. Hier bleiben wir. Ich noch kurz gucken, dass wir nicht zu stark beschleunigen. Nee. Boah, jetzt sieht man aber richtig, wie das flackert. Anti-Aliasing lässt grüßen, ne? So, wir sehen ein grünes Signal. Das bedeutet, wir können hier mal wieder den Kollegen lösen. Und gehen mal hoch auf 80. Das war zu viel. Noch ein Stück. 80 jetzt. Und geht mir drüben die Strecke lang. Würde mich mal interessieren. Spieler zentrieren. Wo sind wir gerade? Hier unten sind wir gerade. Hier oben. Immer ein Dingen nach. Tuttlingen. Tuttlingen waren wir auch schon mal zum Sunny-Turnier. Haben wir sogar gewonnen. Jetzt geht's hier hoch, Wahnsinn. Hat er jetzt wahrscheinlich ganz schön zu kämpfen, oder? Obwohl, so schwer ist unser Zug, glaube ich, nicht, oder? Gucken wir mal kurz. Ja. So schwer sollte er nicht sein. Das sollte man eigentlich locker schaffen. Ja, schafft er locker. 150 Ampere nur. Das ist ja gar nichts. Oh, hier kommt ein schöner Gegenzug. Grüß dich, Kollege.
steht denn hier? Kamera. Meine Kamera kann ich aber nicht anklicken. So vielleicht? Nee, auch nicht. Das ist ja lustig, aber wo sollte denn hier eine Kamera sein? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dass hier irgendwo eine Kamera... Hallo, ich möchte jetzt gerne die Ansicht von draußen sehen, wenn wir aus dem Tunnel kommen. Ah, ist eigentlich schon zu spät für die Ansicht da draußen aus dem Tunnel. Ja, sieht trotzdem gut aus. So, sah auch grün aus. Das heißt, wir steigen wieder ein. Ah, und die AFB regelt auch schon schön runter. So, wo kommt hier drüben die Strecke her? Ach, auch von Tuttlingen. Störung. Büp, büp. Da müssen wir wohl bei der Störungshotline anrufen. Ha. Das ist auch das Beste bei Wertmann, bei so einem DSL-Typen, also Anbieter hier. Und da ging das Internet und das Telefon nicht, also ging gar nichts eigentlich. Über 3-4 Tage weg. Aber in dem ganzen Gebiet bei uns. Und da gehst du hoch. Da sagen sie dir, sollst du die im Störungsfall auf dem Internet oder halt angeben, dann deine Störung aufrufen. Dachte ich mir so, okay, machen wir es halt mal, hast ja mobile Daten. Dann haben wir mit mobilen Daten sozusagen dort die Seite aufgerufen, wo man die Störung angeben kann. Und ja, dann steht da, um die Störung zu melden oder so, rufen Sie diese bitte aus Ihrem Browser, aus Ihrem Netzwerk auf. Das bedeutet, ich muss mich sozusagen mit meinem Router verbinden, dann diese Seite aufrufen, also über das Internet vom DSL so gesehen, um dann die Störung zu melden. Aber wenn da Internet ankommt, kann ich ja die Störung auch nicht melden. Also das war wieder eine Aktion. Du hast dir wieder gedacht, danke Merkel. Ja, wo wir gerade beim Thema Merkel sind, gell? Politik. Naja, kann man eigentlich gar nicht mehr zu sagen, gell? Also allgemein. Schon traurig eigentlich. Bin ich ja mal gespannt, ob sie neue Wahlen machen. Ah, die ist ja mal rausgefunden, wenn man beim Bremsen, wenn die AfB bremst und man eingreift. Bremst die AfB nicht mehr. Oh, interessant. Also ich tue jetzt sozusagen händisch bremsen, ja. Und sobald ich die Hände, also die manuelle Bremse jetzt sozusagen wieder löse und die AfB eingreifen müsste, macht es nicht. Sie lässt einfach rollen. Also wir wären jetzt sozusagen über 90 km/h. Die AfB wäre auf 90 eingestellt. Aber macht sie nicht. Interessant. Ist jetzt nur die Frage, ist das ein Bug in der Lok? Also dass das, oder im Transmitter, dass das gar nicht anders zu lösen ist? Oder ist das in echt auch so? Aber ich würde mal sagen, wir tun einfach mal schnell die Geschwindigkeit eins hoch und wieder runter, dann müsste jetzt wieder bremsen, oder? Ja. Jetzt zieht er wieder die Bremse. Oder? Doch. Genau, Sicherheitsfallschalter. Tun wir mal betätigen.
Ach, jetzt fängt der Iran auch noch an, ein paar Raketen zu bauen. Ja, ist auch okay. Wollen wir uns ja noch ein paar Raketen kaufen, dann können wir alle mit Raketen gegeneinander auf uns schießen. Störung, genau. So, in 20 Kilometern haben wir unser Ziel auch schon erreicht. Dann gucken wir mal ganz kurz rein, wo wir jetzt gerade sind. Wir sind hier. Und müssen bis hierhin, würde ich mal sagen. Und losgefahren sind wir hier oben, oder? Genau. Da ist, glaube ich, Konstanz, gell? Genau. Bin mal gespannt, ob es irgendwann eine Erweiterung gibt, von Konstanz bis Linda oder so beispielsweise, oder keine Ahnung, um den Bodensee rum. Wäre bestimmt auch ganz geil. Aber es ist echt wenig Verkehr hier, ist ja gar nicht, kommt das gar nicht entgegen. Und bremsen müssen wir eigentlich ohne, weil das macht die AfB von selber. Insofern warten wir eigentlich immer noch darauf, dass irgendwann mal ein rotes Signal kommt oder schöne, was weiß ich, Geschwindigkeitsregulierung oder so, Verminderung, dass wir ein bisschen bremsen müssen. Ich meine, klar, das ist wahrscheinlich wirtschaftlich. Wenn wir hier sozusagen durchgehend fahren, ohne bremsen zu müssen oder so, aber eine Runde, die auch schon in der Ferne, da kommen 80, müssen wir wahrscheinlich gleich wieder bestätigen, ne? Hier vorne geht's schon los. Wir müssen aber runter auf die 55, deswegen ziehe ich jetzt schon mal die Bremsen an. Kommt aber keiner. Kein Magnet, das bedeutet, wir können sozusagen eigentlich mit 80 weiterrollen. Ah, hier kommt der Zug, Gegenzug, haben wir gerade davon gesprochen. So, jetzt sind wir mal hier unten in Engen und durchfahren den Bahnhof. Das ist irgendwo eine schöne, das ist eine schöne Position. Und wieder in den Führerstand. So, wir haben grün, HP1, dann zischen wir raus. Ich lese hier gerade im Internet einen Artikel. Jungen verpassen mit der Bahn ihr Fahrziel um 400 Kilometer. So. Drei Jungen im Alter von 12 und 14 Jahren waren bei einem Konzert und wollten dann mit dem Zug von Erfurt zurück nach Frankfurt fahren, also nach Hause sozusagen, ja, wo die gewohnt haben. So, wir machen jetzt erstmal kurz hier 100 km/h rein. Und dann sind sie aber sozusagen 400 Kilometer dran vorbei an Frankfurt, in Leipzig gelandet. So, und der Grund war folgende, dass Diebe auf der Strecke sozusagen zwischen Leipzig-Erfurt Oberleitungsteile abmontiert haben und dann haben sie sozusagen ein Chaos
daraus im Bahnverkehr resultiert. Und deswegen sind die irgendwie dran vorbeigekommen. Ja, ich stehe es mal ganz kurz. Ja, die sind einfach in den falschen Zug eingestiegen in Erfurt, weil da wahrscheinlich so viel Durcheinander war, weil die Züge ja alle ein bisschen umgeleitet wurden und ausgefallen. Hast du nicht gesehen? Sind dann schlussendlich doch noch in Frankfurt angekommen, haben Ersatzticket gekriegt und der Zugbegleiter hat natürlich auf sie dann aufgepasst und dann. Auf jeden Fall sind Teile in Frankfurt angekommen, ist auch schön für die. War bestimmt auch ein Erlebnis. Erstmal voller Panik in Leipzig ausgestiegen, wahrscheinlich, und dann. Naja. Solange sie jetzt wieder zu Hause sind, ist doch alles okay. Das sieht auch schön aus mit den Bergen im Hintergrund. Ja, das sieht ein bisschen künstlich grün aus, aber. Aber sonst war es eigentlich ganz schick. So, wir haben es gleich geschafft. Es sind nur noch knappe 11 Kilometer. Und dann haben wir auch schon Feierabend. Kommt die Sifa wieder? Wir lassen sie mal klingen. Sifa. So. So, die Autos halten ja schon schön an dem Bahnübergang. Es war ziemlich knapp. Und da sitzt dem einen sogar schon auf der Stoßstange. So, und jetzt müssten die Schranken eigentlich wieder in Luft gehen. Jetzt. Und gute Fahrt. Genau. Gut. Oh, das ist auch ein schönes Bild mit der Ruine im Hintergrund. Ja. Gut. Ja, in 14 Tagen, oder sind es überhaupt noch 14 Tage? Ich glaube, es ist sogar schon weniger. Eröffnet ja auch die Schnellfahrstrecke hier Berlin-München, wo man dann in 4 Stunden durch die Gegend kommt. Also was heißt die Gegend von Stuttgart nach Berlin, von München nach Berlin halt, ne? Ist ja schön, dass sie das auch langsam geschafft haben. Oh, das heißt langsam, ist ja wie gesagt schnell, ich meine, wenn du in 4 Stunden durch die Gegend kommst. Bin ich auch mal gespannt, wann sie Stuttgart 21 öffnen wollen. Ist ja eigentlich auch, von der Idee her, ist das ja auch schon sonst wie alt, aus den 80ern glaube ich sogar schon raus. Aber ich finde es eigentlich, also meiner Meinung nach, vollkommen gerechtfertigt. Die AfB bremst schon wieder nicht. Weil, also jetzt Stuttgart 21 jetzt zurück, ich finde es gerechtfertigt aus dem Grund, wenn du in Stuttgart stehst, ja, du hast ja wirklich, ich glaube, bloß diese, was sind das, 4 oder 6 Einfahrgleise? So, und wenn du jetzt sozusagen der Zug von deinem einen Ende aufs andere Ende rüber muss, dann ist das ja nicht so nice. Insofern, Durchfahrtbahnhof ist natürlich schon, ja, ein Vorteil, würde ich mal sagen, ja. Hey, wieso kann ich nicht bremsen? Ist der Hauptschalter raus? Nö. Aber ich finde, es wäre vielleicht sinnvoller gewesen, ich sage mal, den oberen, also den Kopfbahnhof, nicht komplett wegzureißen, sondern nur um den Tiefbahnhof zu erweitern. Ne? Jetzt mal, was weiß ich, sagt, man lässt oben noch 8 Stumpfgleise oder so drinne. Weil wenn da ja nämlich jetzt, achso, ich glaube, ich konnte nicht bremsen, weil der Regler komplett vorne war. Weil wenn jetzt angenommen, es gibt ja Züge, die fahren ja bloß in Stuttgart und dann wieder zurück nach Würzburg beispielsweise, die blockieren ja dann unten, so gesehen, diesen Bahnhof. In der Zeit, wo die Kopf machen müssen. Und in der Zeit können die ja eigentlich oben reinfahren, weißt du? Und wieder rausfahren. Das ist ja nicht das Problem.
ist zumindest jetzt meine Meinung zu dem Stuttgart 21 Projekt. Was ich aber gut finde, ist, dass jetzt, ich sage mal, diese Strecke nach Ulm runter, da warst du ja wirklich immer ewig in 3 Tagen unterwegs, dass sie das jetzt, sagen mal, neben der Autobahn, die sie ja eh gebaut haben, dort entlang führen, diese extremen Kurven überall lang nicht hast, natürlich auch eine höhere Geschwindigkeit erreichst. Das finde ich gut, das finde ich wirklich gut. Und ich meine auch diese Erweiterung mit der S-Bahn und so, ist auch ganz cool. Aber die haben halt dabei jetzt das Problem, das habe ich von eben gehört, bei uns aus dem Verein, der Lokführer dort bei der Bahn, dass die das Problem haben. So, kommen wir erstmal Gegenzug, grüß dich Kollege. Wenn die jetzt in Bad Cannstatt, glaube ich, reinfahren, hatten sie ja früher, glaube ich, 3 solche ewig langen Gleise. Das sind das 500 Meter, also für so einen ewig langen Zug, ne? Durch diese S-Bahn, die da jetzt aus dem Tunnel rauskommt, oder allgemein die Strecke, die jetzt, glaube ich, im Tunnel da drunter geht, mussten sie 2 wegreisen und haben jetzt, glaube ich, nur noch ein so ein Gleis übrig. Das bedeutet, wenn das Gleis belegt ist und du jetzt mit so einem extrem langen Güterzug da reinfährst, ja, dann ist halt kacke, ne? Dann stehst du halt vom Einfahrsignal und kommst dann nicht rein. So gesehen, du musst halt gucken, wie er dich dann hinführt, ne? So, da vorne sehe ich was Rotes. Und hier sehe ich noch eine, was ist das, eine 7? Dann werden wir mal an die Eisen gehen. Und wir wollen es nicht übertreiben. Na gut, 4-2 können wir schon bleiben. Wir müssen auf 55 kommen. Jetzt müssen wir eigentlich gucken, ob wir wieder nur mit der elektrischen bremsen. Ja, jetzt geht's wieder. War wahrscheinlich vorhin, weil ich diesen Regler auf komplett Anschlag hatte. Das ist deswegen nicht gegen, dass wir elektrisch bremsen. Aber wir sind ja schon in Siegen. Jetzt haben wir so lange über Stuttgart 21 geredet. Da sind wir ja schon fast da. Wir sind nochmal 70 angekündigt. Aha. So, 500er müsste anspringen. Ja. Hier sind die 70. Richtung, die Richtung muss man anziehen und dann nehmen wir den Druckluft noch mit dazu. Alles klar. Dann gehen wir aber mal hier drüben und ziehen die Lackbremse an. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, den Panto gesenkt. Da wird's grün. Super. Gut gemacht, der Dreck. Machen wir ein Panda wieder nuff. Den Hauptschalter wieder rein. Warte mal. Machen wir einen Schalter, den hier. Ne, den hier. Dann geht's sogar schon weiter. Sieht auch gut aus jetzt hier. Oh, mit der Burg oben im Hintergrund. Okay, fahren wir jetzt wieder? Ja, jetzt fahren wir wieder. So, ist dann die Frage, wann müssen wir bestätigen? Ich halt einfach mal gedrückt. Okay, jetzt hat er angenommen. Können wir wieder loslassen. So, und dann geben wir mal ein bisschen Gummi. Nicht mehr als 45. Weil die 70 und die 85 blinken. Das sind sozusagen im restriktiven Modus. Da kommt schon der Gegenzug. Grüß dich, Kollege. Eigentlich können wir mal die AFB. Ah, hier sind ja nur 30 gewesen. Stimmt, wir hatten ja nur 30 drüber. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Vor lauter Foto machen.
Da waren ja auf ZS3 war ja auf 30 gestanden. So, dann fahren wir hier drüben schön rein. Die letzten paar Meter hier in der Big City hier, Parkhaus am Start. Sind wir hier? 111, wieder mit N-Wagen. So, aber dafür, dass wir angeblich sehnsüchtig erwartet werden, steht ja gar kein Empfangskomitee. Das finde ich eigentlich schade. Nee, Spaß beiseite. Wir machen mal die AFB. Können wir eigentlich ausschalten. Ja. Dann räumen wir das schon mal ab. Hä? Wieso haben wir da? Ach, war der 500 Hertz Magnet schon gelegen. Das war aber geplant. Denn jetzt können wir nämlich hier stehen bleiben, schalten alle unsere ganzen Systeme ab. Stillstand und Fahrtrichtungswende auf 0. Gut, dann machen wir das Licht aus. Bremse ziehen wir komplett durch. Machen die Handbremse rein. Ist sie schon drin? Ja. Dann, ja, schön, machen wir das aus. Das aus, den Hauptschalter raus. Halt den Lüfter erst aus. Und den Pan. Ah, ja. Einmal nach vorne. Alles war der falsche. Schon mal unten. Ja, und die Batterie aus. Schade, das geht nicht mehr. Shift B nimmt er nicht. Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns mal bald wieder oder hören uns mal bald wieder beim nächsten Video. Ich gucke mal, dass ich mal die Marschbahn drauf nehme und vielleicht die Schmalspurbahn aus Tschechien für den Julius. Wenn ihr auch noch ein paar Wünsche habt, gerne in die Kommentare. Schreibt euch auf jeden Fall den Freitag vor Weihnachten in den Kalender ein. Da ist wieder Livestream. Auch höchstwahrscheinlich wieder 19 Uhr, wie immer bei uns. Hier auf dem YouTube-Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr sehen wollt, drückt euch ruhig auch mal auf Abonnieren. Gibt auch einige Eisenbahn-Videos, also richtige Eisenbahn und auch Modellbahn. Kommt bald mal wieder was. Ja, und damit sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. HP1, euer Sachsenbahner.